ja, ich bin auf dem besten Weg, eine Frisur zu bekommen. Das sieht eigentlich schon ziemlich fertig aus, finde ich. Aber da kommt noch was drauf, hat jedenfalls Kai-Uwe Steg zu mir gesagt. Und ich bin in den besten Händen. Der hat nämlich schon mal eine Goldmedaille gewonnen bei den Weltmeisterschaften. Also das heißt, er kennt sich richtig gut aus beim Thema Haare. Und Kai-Uwe, was wird das jetzt am Ende des Tages da oben? Ja, ich habe mir gedacht, wir zeigen dir jetzt einfach mal, was man mit Haaren machen kann. Und deswegen kriegst du jetzt hier natürlich eine total abgefahrene Avantgarde-Frisur drauf. Ja, ich bin gespannt. Ja. Da kommt der richtige. Auch gespannt sein. Auf ins All. Das sieht so aus wie aus Krieg der Sterne nachher. Das hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit, oder? Prinzessin Lea ist unterwegs. Das haben wir vorbereitet praktisch aus Haarteilen. Also alles ist Haar, was du da drauf siehst. Aha. Und das wird jetzt hier alles festgesteckt. Und was bringt das jetzt, wenn ihr bei eurer Modenschau solche Frisuren zeigt? Das ist ja nicht alltagstauglich. Nee, genau, aber wir zeigen ja auch praktisch Frisuren für Kollegen, für Friseure. Und die sollen einfach auch sehen, was man machen kann mit den Haaren. Und das ist uns eben wichtig, die Inspiration bei der ganzen Geschichte hier rüber zu bringen. Seid ihr denn eigentlich noch nervös? Ich meine, du bist jetzt Weltmeister. Oder ist das jetzt, sagst du auch, naja, so eine Show ist okay, aber ist jetzt nicht wirklich mehr ein Kitzel? Nee, also so ein bisschen Lampenfieber ist natürlich immer wichtig, dass auch alles wirklich gut funktioniert nachher. Ja, das hat jeder. Ich glaube, das verliert man auch nach 20 Jahren nicht. Aber am Ende klappt ja alles, dann sind alle zufrieden und das ist eigentlich das Gute bei der Sache. Und die Show ist jetzt für euch sowas wie für Designer, die ihre Klamotten zeigen, zeigt ihr einfach Frisuren fürs nächste Jahr? Genau, wir zeigen jetzt praktisch die Trends, die man frisiert in den Salons. Das dauert ja immer eine ganze Weile, bis die transferiert werden praktisch von unserem Seminar dann praktisch auf die Kunden. Und das ist eigentlich der Gedanke. Und damit kann ich mich jetzt erheben. Damit kannst du dich erheben, das hält, sitzt bombenfest. Ich wünsche dir gespannt. Viel Spaß. Gell? Vielen Dank, ich schau mal rüber zum Kollegen. Bis gleich, ja. Also, das ist aber ein komisches Gefühl da oben drauf, das muss man schon mal sagen. So, und Thomas Knuf hat genau, ja, ich würde mal sagen, das Gegenteil, jetzt kurz und wenig Frisur an sich. Was ist das, was die Steffi jetzt da hat? Genau, also hier geht es um das Cut and Color einfach. Wir haben hier eine sehr metallische Farbe eben kreiert, sage ich mal, die sehr farbharmonisch im Verlauf sein wird. Das Ganze ist natürlich auch so, dass es auch noch im Alltag tragbar ist und wir werden nach dem Schnitt noch weiter arbeiten. Auf der Bühne wird er dann noch was machen dran. Genau, das ist jetzt eigentlich nur so ein Vorabschauen, wie ist der Haarverlauf, wie ist der Farbverlauf, passt das Ganze, dafür ist das jetzt gedacht, ja. So, metallisch. Steffi, wie gefällt dir denn der Style? Ich finde es super. Es ist mal was anderes, mal eine Farbe, die man nicht jeden Tag sieht und ich finde es echt klasse. Was hast du normalerweise für eine Haarfarbe? Ich habe normalerweise ganz hellblonde Haare. Und ist das jetzt das erste Mal, dass du so im Graulook bist? Nee, also ich arbeite schon länger mit Thomas zusammen und ich habe schon ganz, ganz viele Farben und Frisuren gehabt und das ist eigentlich immer toll. Also, sowas auch schon aufgehabt? Sowas auch schon aufgehabt, ja. Trägt sich eigenartig, ne? Ja, es ist ein komisches Gefühl auf dem Kopf, aber man gewöhnt sich dran. So, super. Also ich bin gespannt, was da noch auf der Bühne entsteht. Werden wir später noch sehen. Schauen wir uns mal die anderen Mädels. Die warten nämlich gerade noch. So, das sieht ja relativ glatt aus. Passiert da noch was damit? Ja, das wird gleich auf der Bühne geschnitten. Oh, ich bin gespannt, da auch noch. Da ist schon ein bisschen was. Oh, da sind so richtig kleine Löckchen drin. Ja, ich kriege auch sowas. Ja. Also, sie wird auch Prinzessin Lea. Und jetzt schauen wir mal rüber, sie werden nämlich auch geschminkt. So, da schauen wir mal. Stylistin ist da. Oh, da wird es aber bunt. Ja, so ist super. Hey, Uwe, aber das ist auch nichts für den Alltag. Also auch wirklich nur für die Bühne jetzt, oder? Genau, das ist jetzt für die Bühne natürlich etwas übertriebener, etwas avantgardistischer sozusagen. Und im Salon machen wir es alltagstauglicher für die Kundin, weil die wird natürlich einen Schreck kriegen bei der Geschichte. Ja. Aber es ist pink, ne? So, also die Farbe bleibt, die ist Trend. Genau, pink, orange als Kontrast ganz einfach, als Gegenfarben haben wir hier benutzt. Und hier jetzt eben für die Avantgarde-Frisur, lasst euch mal überraschen, wie es nachher aussehen wird, etwas kräftiger natürlich. Aber sie hält total still. Fühlst du dich gut so ein bisschen? Also es hat so ein bisschen Clown-Züge, aber es sieht trotzdem toll aus. Wie fühlst du dich? Dankeschön, ich fühle mich gut. Mal schauen, wenn sie die Augen aufmacht, wie sie dann guckt. Sie ist gespannt aufs Ergebnis. Gut, also wir sprechen uns auch gleich nochmal. Jetzt wollen wir erstmal uns beeilen zur Show, damit die hier fertig werden. Denn das Publikum, das ist natürlich schon ganz gespannt auf die alle hier. Hier war die Idee ganz einfach, ein venezianischer Maskenball, modern interpretiert. Hier haben wir grafische Linien drin, das Ganze eher mit fluffigem Haar gemacht, sehr pompös. Sehr extravagant, einfach mal so eine Idee, um Sie oder euch im Salon zu inspirieren, was man machen kann, ganz einfach für eine Show. Vielen Dank. Thank you.
das waren ganz schön beeindruckende Bilder. Aber noch beeindruckender ist es, wenn die alle gleich auf einem Haufen sind beim Fotoshooting. Und dafür bin ich noch ein bisschen aufgepimpt worden hier mit dieser Jacke. Avantgarde pur. So, und jetzt schauen wir mal rüber. Da sind sie alle. Oh, so, das schaut gut aus. Wie war denn die Show? Wie lief's? Ja, lief super, muss ich sagen. Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen stressig. Hinterher klappt alles. Bombe. Auch zufrieden? Ja, war super toll gewesen, mit Kai zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns ja schon lange und das war einfach klasse. Mädels, euch hat's auch gefallen? Ja? Passt. Super. Und ich habe gehört, Roman, du warst beim Friseur passend zum Tag heute. Deswegen kriegst du natürlich von uns einen Daumen. Ciao, Roman. Ciao, Roman.